Wir haben heute einen persönlichen Meilenstein auf dem Tisch und auch einen allgemein sehr besonders gewordenen Bourbon, wie man sagen muss, denn den Elijah Craig 12 Years gibt es so nicht mehr. Heute behandeln wir den Elijah Craig, sowohl den alten, 12-jährigen, mit denen wir auch sehr viele schöne Erinnerungen verbinden, und auch den neuen Elijah Craig, Small Batch. Genau, das ist nämlich so, dass im Jahre 2016 wurde der 12-jährige, so wie es ihn seit, ich glaube, 1986 gab, eingestellt. Er wurde ersetzt durch eine alterslose Variante, also eine, wo es kein Altersstatement gibt. Wir wissen aber, dass der zwischen 8 und 12 Jahren ist, also die Bourbons, aus denen der besteht, quasi sind 8 bis 12 Jahre alt. Die Hintergründe sind die, dass Heaven Hill, das ist die Distille, Elijah Craig ist übrigens eines der markantesten, genau, vielleicht bekanntesten, sagen wir mal so, also so eine Art Aushängeschild von Heaven Hill. Und ja, es heißt, dass sie einfach ihre Kapazitäten vergrößern wollten, denn dadurch, dass der jetzt im Schnitt kürzer lagert, haben sie natürlich auch mehr Lagerraum. Hat wohl auch damit zu tun, dass sie jetzt den 18-Jährigen wieder Die stellen ziemlich viel um auch. Die wollen ja auch noch ein Rye neu rausbringen. Genau, ich glaube, ich meine, es hat offiziell auch mit dem 18-Jährigen zu tun, dass sie mehr Lagerraum für den 18-Jährigen brauchen. Der dann, ja. Ob es stimmt, wissen wir nicht, aber ich meine, das ist so die offizielle Story. Ja, nochmal was Persönliches zu unserem Erlebnis mit dem Elijah Craig. Das 2016 wurde eingestellt, aber in den folgenden Monaten und auch Jahren war der natürlich dann noch im Handel verfügbar. Das ist jetzt seit 1-2 Jahren so, dass er wirklich schwer verfügbar ist. Manche haben ihn zu wirklich hohen Preisen. Man kann ihn auf eBay manchmal bekommen, aber er ist halt wirklich schwer zu kriegen und er kostet sehr viel mehr als früher. Wir haben ihn halt noch regulär dann kennengelernt, und möchtest du ein bisschen was sagen vielleicht? Ja, es war unser erster, sag ich mal, traditioneller, tieferer Bourbon. Wir hatten vorher auch unter anderem den Four Roses, der ja etwas leichtere Kategorie fällt. Hat uns so ein bisschen tiefer eingebracht in die Welt für Bourbon und war vielleicht so eine Art Anfangspunkt, was die schwereren Noten anging. Der war ein guter Einstieg. Auch nicht zu stark, so im Nachhinein, wie man es sagen kann, denke ich mal schon. Genau. Und einfach sehr schön. Ja, und also er hat uns wirklich beeindruckt, als wir ihn neu kennengelernt haben. Deswegen, wir freuen uns, dass er hier auf dem Tisch ist. Wir freuen uns natürlich aber auch auf seinen Nachfolger. Und heute wird es darum gehen, wir werden beide probieren und ein bisschen gegenüberstellen. Nochmal feststellen, was sich von dem Schritt, genau, was sich verändert hat. Und ja, hierzu muss man aber sagen, der Elijah Craig 12 Years ist zwar ein Small Batch, kein Single Barrel, aber er ist bekannt dafür, dass er im Geschmack sehr variiert von Abfüllung zu Abfüllung. Das haben wir festgestellt, als wir nach einer Weile jetzt uns mal wieder ein paar so besorgt haben, dass der deutlich anders war als die wir dann von vorher kannten. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe Foren durchkämmt, wo dann andere Bourbon-Freunde geschrieben haben. Und die haben das bestätigt, also dass der wie ein launischer Single Barrel eigentlich ist. Wir hoffen, wir haben eine gute Flasche. Ja. Nochmal ein bisschen zur Geschichte von Elijah Craig. Gehört ja zu Heaven Hill. Und Elijah Craig war ein Reverend, der im 18. Jahrhundert tätig war und so ein bisschen als Father of Bourbon gilt. Also das ist wahrscheinlich eher so eine Art Marketinggeschichte von Heaven Hill, aber es gibt diverse Legenden unter ihm. Er soll eine Stadt gegründet haben, der erste gewesen sein, der Bourbon gebrannt hat, und unter anderem auch das Verfahren entdeckt haben, dass wenn man Fässer ausbrennt, Weißeichenfässer ausbrennt, dass es einfach diesen typischen Bourbon-Geschmack dann
bezogen. Genau, darauf bezieht sich das Datum, was zumindest auf den neueren Small Batches steht, 1789, auf das Datum der angeblichen Gründung seiner Destille. Ja. Angeblich muss man hier wirklich groß schreiben, denn wir haben ein bisschen nachgeforscht. Also diese Sache, dass er, die Legende geht so, dass er durch einen Unfall, also sein Haus ist irgendwie abgebrannt, da hat er gemerkt, dass durch diese verkohlten Holzschichten, mit denen der Bourbon in Kontakt kam, dass er dann irgendwie besser wurde. Und deswegen meint man eben Father of Bourbon, so nach dem Motto, er hat diese Holzfass aus Brennung erfunden, die für Bourbon so wichtig ist. Modernere Forschungen zeigen, dass es da sehr viele Ungereimtheiten und weiße Flecken gibt. Es sind sehr schöne Geschichten, aber man sollte das alles mit Vorsicht nehmen. Genau, es sind so Bourbon Legends, könnte man sagen. Und Heaven Hill macht sich das natürlich zunutze und benennt einfach diese Produkte so. Aber dazu muss man sagen, Heaven Hill hat dann auch definitiv nichts mit diesem Mann zu tun. Ja. So viel erstmal dazu und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Tasting an. Mhm. Womit wollen wir beginnen? Ich würde mal gleich sagen, fangen wir lieber mit dem hier an, mit dem neueren. Mhm. Denn in meiner Erinnerung ist der ein Stückchen leichter als der hier und man geht ja immer eher so von leichter zu schwerer. Mhm. Von daher sage ich mal mit dem aktuellen. Viel Spaß damit. Das geht ganz leicht. Da muss man auch nicht immer so ein Heckmeck drum machen. Ich wünsche dir ganz viele Wachsverschlüsse. So, ihr seht, wir haben hier jeweils zwei Gläser. Wir legen mit dem hier zwar los, aber dann kommt der andere noch parallel dazu, damit man so richtig vergleichen kann. Noch ein paar Rahmendaten. Alter haben wir ja erwähnt, beide haben 47% Alkohol, da hat sich also nichts geändert. Ich werde nur noch einen Schluck Wasser nehmen. Ja, Wasser ist gut. Wasser ist immer eine gute Sache, so auch zwischen den Tastings. Mhm. Okay. Schöne Farbe. Relativ dunkel. Mhm. So ein tiefes Bernstein. Mhm. Die Farbe ist sehr ähnlich. Da hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Vielleicht ist der ein bisschen dunkler. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich weiß, dass er älter ist. Ich habe leichte Eiche und Karamell. Zitrus. Wieder so ein bisschen Sonnenorange, bisschen etwas Vanille, aber von der tieferen Sorte als beim Four Roses, also nicht so eine leichte Vanille, eher so eine tiefere Vanille, ja. Oh. Schwerer auf jeden Fall. Also ja, süßlich, aber doch schon mit mehr Anklängen als zum Beispiel ein Four Roses. Also ja, also kann sich vorstellen, Lederholz. Genau, so im Ansatz. Also gerade wenn man das vergleicht mit so 40-prozentigen Bourbons, da hat man hier schon wirklich den Schritt in die etwas kräftigere Richtung. Mhm. Die ist hiermit schon gemacht. Also auf jeden Fall. Ja. Cheers. 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 Hat Kraft. Abgang, Roggen, Leder, Holz, aber nicht zu viel. Also noch in Maßen. Gewürze, so ein bisschen Pfeffer. In Verbindung mit Roggen natürlich dann, ne, diese etwas Bitterkeit, aber nicht unangenehm. Bisschen Alkohol natürlich, aber auch nicht unangenehm. Also man merkt, er hat 47%, ne, aber. Ja, das ist natürlich klar. Runter, ja, also ich würde ihn jetzt als ziemlich mild bezeichnen, so insgesamt. Das die Süße geht so ein bisschen von Vanille in Karamell über, finde ich. Also vom Anfang, wo er auf die Zunge kommt, ist es eher so ein bisschen leicht und süß und das wird dann so ein bisschen bitter, eichig, roggig, so zum Abgang hin, ne? Ja. Würde ich sagen. Also eigentlich ganz schön.
Man hat so einen leichten Antritt. Ja. Wird ein bisschen intensiver und dann der Abklang. Man hat ein bisschen was davon. Ja. Aber es ist nicht super lang oder tief. Es ist so. Man merkt, was er zeigen möchte. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen Fass so. So dann dieses Karamellige geht in so eine Fass, so eine Eichenfassnote für mich über. Das ist gerade so dann, wenn es in Richtung Abgang geht. Mhm. So ein guter Kompromiss zwischen den leichten und den schweren. Und auf jeden Fall ein guter Einstieg für Leute, die mehr so in diese traditionelle Bourbon-Richtung gehen wollen, die vielleicht auch mal sich in etwas tiefere Gefilde wagen wollen. Mhm. Kann man gut mit anfangen. So, ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so am Rande stehen, um dann den hier uns anzusehen. Ja. Dann hoffe ich mal, dass wir einen Hauptgewinn gezogen haben. Keine Niete. Ja, da, also ich meine, so richtig Nieten, nein. Aber die variieren teilweise schon so in ihrer Geschmacksfracht, sagen wir mal so. Das. Möchtest du das lieber öffnen? Ich glaube, da hast du mehr Glück. Du musst die perforierte Lasche finden. Hier ist sie. Er ist mehr so der für Feinarbeiten. Ich bin so der Mann fürs Grobe. Aber da muss man sagen, das ist beim Neuen leichter gestaltet. Also das hier... Vielleicht spielt das Alter ja dann eine Rolle, dass es nicht mehr so einfach geht. Der ist ja wahrscheinlich doch etwas älter als der andere. Ja, aber das glaube ich nicht, weil das liegt eher daran, wie das hier gearbeitet ist. Ha, so. Wunderbar. Ja, man sieht gleich, der Korken hat sich verändert. Er ist jetzt so massiv Holz. Sehr schön. Das ist zwar auch ein Korken, aber oben haben wir Plastik. Ja. Es ist immer was Besonderes, wenn man eine Flasche Elijah Craig 12 Years öffnet. In der Tat. Jetzt sieht man vielleicht einen farblichen Unterschied. Er ist doch ein bisschen dunkler, ein bisschen... Also wenn das so ein bisschen eher helleres Bernstein ist, dann ist das sehr dunkel hier. Sehr kraftvoll. Er ist dunkler. Er ist definitiv dunkler, das sieht man dann jetzt. Ja, dunkles Bernstein zu hellem Bernstein. In den Flaschen kann man das manchmal nicht so ganz vergleichen, weil die ja auch unterschiedlich breit sind. Die Form ist das beeinflusst das, aber im Glas kann man das sehr schön sehen. Er ist eine Nuance dunkler. So. Aha. Ah. Bouquet habe ich gar nicht so viel jetzt, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel Komplexität, aber ich habe eine Note ziemlich deutlich und das ist diese holzige. Sowas, ja. Ich habe so Marzipan gerade irgendwie. Relativ viel. Interessant. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube sogar, ich weiß, was du meinst. Also Holz sicherlich auch, aber für mich ist so Marzipan gerade im Vordergrund. Süße Schokolade, süße dunkle Schokolade. Ja, ich habe auch was Süßes, aber zusammen mit diesem, mit so einer ziemlich tiefen, intensiven Holznote. Also für mich dominiert das Süße und dann die Holznote ist so ein bisschen im Hintergrund, aber das sind immer so Nuancen. Ja, probieren wir. Cheers. Cheers. Auf jeden Fall keine Niete. Ich wollte gerade sagen, Hello Darkness, my old friend. Oder Hello Elijah, my old friend. Now that's real nice. Oh ja. Mm.
Es ist nicht unbedingt hochkomplex. Es geht sehr tief in diese holzige Würzigkeit. Ich habe immer noch so ein süßes Marzipan, was du eben gerade erwähnt hast. Also ich weiß nicht, ob Marzipan jetzt so, aber sowas Süßes, sowas Interessantes, Süßes. Bei mir ist es jetzt ein bisschen mehr so Richtung Karamell gegangen. Mhm. Nicht ganz, aber sehr tief, sehr schwer und so. Ich werde den jetzt direkt nochmal daneben probieren. Vielleicht hat das jetzt auch ein bisschen geholfen, ne? Das Atmen lassen. Ja, manchmal ist das so, dass Whiskys sich verändern, wenn sie ein paar Minuten an der Luft sind. Hat jetzt ein anderes Bouquet für mich. Auch etwas sanfter sogar. Ja. Macht Sinn irgendwo. Ich bin gespannt. Cheers, gern. Ganz auffällig, der Unterschied. Sehr viel Karamell. Sehr viel Karamell. Und dann so ein leichter Abgang mit, also relativ leicht mit Roggen, ein bisschen so. Er hat sich auch verändert jetzt. Also so, ob durchs Atmen oder dadurch, dass wir den jetzt vorher hatten, können wir nicht sagen. Das wissen wir nicht. Aber der Abgang, der vorher noch etwas stärker war, ist jetzt nicht mehr so stark, finde ich. Sehr gemäßigt. Mhm. Witzigerweise hätte ich auch gesagt, der hier, also die haben ja eigentlich beide dieselbe Volumenanzahl an Alkohol. Ja. Aber beim Probieren hätte ich gesagt, der hier hat weniger, also er schmeckt, als hätte der alte weniger. Kann trotzdem mehr transportieren an Geschmack. Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren, glaube ich. Ja, und sag mal. Ich würde halt so sagen, der schmeckt, als hätte er mehr Alkohol. Also der alte schmeckt, als hätte er mehr Alkohol. Aber er transportiert die Geschmäcker besser. Ja. Während der hier wie einer schmeckt, der tendenziell vielleicht ein bisschen weniger Alkohol hat. Aber der Alkohol hier den Geschmack nicht so gut transportieren kann und eher so ein bisschen so eine leichte alkoholische Note mehr durchkommt. Ja, doch. Das ist so ungefähr. Das meinst du wahrscheinlich auch, weil das ist ja manchmal so, dass auch welche mit einem relativ geringen Alkoholgehalt den Alkohol zu doll durchschmecken lassen und man genug Geschmacksfrage hat. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist bei dem so, aber im Vergleich. Aber von daher weiß ich auch, was du meinst mit, dass du jetzt gedacht hättest, der hat mehr Alkohol. Aber ich finde, der hier schmeckt halt wie einer, der eher so, sagen wir mal, 50% hat und das sehr gut macht. Also diese Alkoholnote nicht so durchschlägt und halt das sich überträgt in Geschmacksfracht. So. Also nicht falsch verstehen, weder bei dem noch bei dem ist die Alkoholnote unangenehm. Beides ist sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut trinkbar auch. Genau, auch ja. Wasser oder irgendwas. Ja, wir reden hier auch in Nuancen. Also genau. Das ist, wir können es auch nur noch mal betonen, wenn ihr jetzt eine Flasche da habt, irgendwie noch von jemandem. Oder, dazu mal. Genau. Das heißt nicht, dass sich das mit dem deckt, was wir hier gerade erleben. Also wir hatten sehr gute Ausreißer nach oben, wo ich den jetzt zum Beispiel mit dazu zählen würde. Wir hatten auch sehr schlimme Ausreißer nach unten. Also schlimm, ich würde das, es war immer noch ein guter Whisky. Ja, es war okay. Aber es war nicht der Elijah Craig. So. Ja. Also nicht der, wie wir ihn kennen. So kann man das vielleicht sagen. Also mein Fazit wäre jetzt, wenn man so eine gute Flasche erwischt, was schwierig ist und was man natürlich nicht garantieren kann. Also erstens ist es schwierig, überhaupt so eine Flasche zu erwischen. Ja, und mittlerweile, dann, also nehmen wir mal an, man hat Glück, findet eine relativ preisgünstige Flasche. Oder man gewinnt vielleicht bei uns. Aber dazu später mehr. Zu früh. Wenn man eine gute Flasche von einem 12-Jährigen erwischt, ist es schon ein Erlebnis. Kann sich auch gut gegen noch höherprozentigere, noch tiefere, noch schwere behaupten. Ist auf jeden Fall sein Erlebnis wert.
war legendär zu dem Preis, zu dem er regulär angeboten wurde, ja, als es ihn noch gab. Das belief sich auf um die 30 Euro. 30 bis 35. Ja, genau, plus, minus, je nachdem, wie man einkauft, aber so bis 35. Aber, ja, aber so um die 30 Euro. Krass. Ja, für so einen. Preisniveau hat sich ein bisschen nach unten verschoben. Also der ist jetzt eher so um, ja, 30 Euro minus. Also den bekommt man auch so für 28. Beide ihr Geld wert. Also der ist sein Geld absolut wert gewesen. Der ist sein Geld jetzt absolut wert. Der ist sein Geld aber mehr wert gewesen als der. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Ist okay. Und der hier ist auch gut. Also die, die ich davon jetzt bisher hatte, haben mich nie enttäuscht. Ich wusste immer so ungefähr, was mich erwartet. Er ist sehr stabil. Kann man wie positiv, wir das einschätzen können bisher, ja, so. Ne? Ja. Kann man positiv, aber auch negativ sehen. Keine Experimente. Aber er ist ein guter Bourbon. Ein guter Einstieg auch in diese etwas schwerere Welt. Nach wie vor. Man lernt gewisse Geschmäcker kennen. Man kann abschätzen, mag ich das nicht. Und für den Preis kann man auch nicht viel falsch machen, wie du schon gesagt hast. Genau. Also wie gesagt, ich finde den immer noch besser. Ich auch. In einem guten, ich auch. Im guten Bereich. Der hier ist aber auch nicht schlecht. Beide absolute Empfehlungen. Bei dem ist natürlich die Einschränkung mit dem Preis heutzutage. Genau, also wenn man ihn überhaupt noch in einem Shop findet, dann zu einem wirklich sehr großen Preis, sehr hohen Preis. Deswegen werden wir für den hier auch keinen Link geben. Zu dem hier natürlich schon, also da könnt ihr dann gucken und findet einen Shop, wo ihr den dann zu einem sehr guten Preis findet. Wo wir jetzt schon von Preisen sprechen. Wir haben uns überlegt, dass wir euch teilhaben lassen wollen an diesem unglaublich schönen Geschmackserlebnis. Und im Rahmen unserer großen Weihnachtslotterie werden wir eine Flasche 12-Jährigen verlosen. Teilnahmebedingungen? Ihr solltet unter diesem Video einen Kommentar da lassen. Wichtig, damit ihr teilnehmt, ist, dass in dem Kommentar Hashtag Elijah12 vorkommt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. Dezember 2019 und in der Videobeschreibung findet ihr nochmal alle Teilnahmeregeln beschrieben. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr persönlich den Elijah Craig 12 kennt, lasst auch gerne dazu einen Kommentar da. Da sind wir immer interessiert, wie ihr das so, was eure Erfahrungen damit sind. Gerne auch zu dem hier natürlich. Absolut, ja, genau. Bis zum nächsten Video bei The Bourbon Diaries. Macht's gut. Bis dann.